Herzlich willkommen zum D-Lux Lab. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Elena Adler und ich bin Sales Manager bei D-Lux. Wir haben in den letzten 2 Jahren, denke ich mal, alle die Erfahrung gemacht, dass sich im ÖPNV viel getan hat. Und ich denke, das können Sie als unsere Zuschauer und Zuschauerinnen heute genauso bestätigen. Insbesondere das Fahrgastverhalten und eine durchaus sehr schwankende Auslastung beim ÖPNV haben wir, denke ich, alle kennengelernt. Das heißt also, mehr denn je brauchen wir im ÖPNV verlässliche und genaue Zahlen und Daten, um den Herausforderungen von morgen gerecht zu werden und natürlich den Bedarf gut planen zu können. AFZ-Systeme, also automatische Fahrgastzählsysteme, helfen uns dabei, diese Auslastungsinformationen zu erfassen. Und um diese nicht nur für ein einzelnes Fahrzeug zu bekommen, sondern für das gesamte Netzwerk, ist eine gewisse Anzahl von Fahrzeugen mit so einem AFZ-System natürlich notwendig. Und um genau diese Anzahl von Fahrzeugen mit AFZ-System soll es heute gehen, um also diese Rückschlüsse auf das gesamte Netzwerk ziehen zu können, also eine Auslastung hochzurechnen. Darum soll es heute gehen und da sind wir auch schon mitten im Thema. Wir sprechen nämlich über Messfahrtenplanung. Und für mich allein das Wort klingt schon sehr komplex und mathematisch. Und genau deswegen haben wir heute unseren Gast Jan Niklisch da, ein D-Lux Lab Wiederkehrer, wie ich sagen darf. Und ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist und mit uns dieses Thema besprechen wirst. Ich freue mich auch, Elena. Hallo. Schön. Jan ist Vice President Solution Development bei D-Lux und das schon seit 11 Jahren. Und gemeinsam mit deinem Team arbeitest du an unseren Softwarelösungen und das basiert natürlich auch an den Anforderungen, die wir von unseren Kunden bekommen. Richtig, genau. So, meine erste Frage an dich, Jan. Auch in meinen Kundengesprächen werde ich öfters gefragt, muss ich denn für eine genaue Auslastungsinformation sofort meine ganze Flotte mit einem AFZ-System und mit den Sensoren ausstatten? Ist das so? Wie siehst du das? Ja, grundsätzlich ist zu sagen, eine Vollausstattung ist natürlich das erstrebenswerte Ziel. Damit könnte ich auch modernste Use Cases realisieren, wie zum Beispiel eine Live-Belegungsanzeige oder Live-Belegungsinformationen von meinen Fahrzeugen. Ich muss allerdings nicht in jedem Fall mit einer Vollausstattung beginnen. Die Praxis und die Wahrheit ist ja, dass man aus kommerziellen Gründen nicht alle Fahrzeuge mit so einem kostbaren oder teuren System ausstatten kann. Viele unserer Kunden fangen deshalb erstmal mit einer Teilausstattung an. Na, da reden wir über einen Bereich von vielleicht 20% der Fahrzeugflotte, die ein automatisches Fahrgastzählsystem bekommen. Und dann beginne ich damit und erfasse Daten mit diesen 20% meiner Flotte. Und das ist auch schon gut. Und damit es eben richtig genau wird und funktioniert, dazu gibt es die Messfahrtenplanung. Ja, wunderbar. Aber jetzt gar noch mal ganz konkret, wie ist es denn möglich, wenn ich nur einen Teil der Flotte ausstatte, Rückschlüsse auf das gesamte Netzwerk zu bekommen? Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Ne? Da gibt es eine statistische Grundlage, ne? Und eben auch eine Handlungsempfehlung vom VDV, wie man mit so einer teilausgerüsteten Flotte Fahrgastzahlen erfassen und dann sinnvoll hochrechnen kann. Ne? Man muss sich vorstellen, ich versuche es mal in einfachen Worten zu erklären, dass man mit einem Teil der Fahrzeuge also die Messung vornimmt. Na, man weiß dann, wie viele Ein- und Aussteiger auf den mit diesen Fahrzeugen geleisteten Linien gefahren sind. Ne? Und man will aber eine Aussage über die gesamte Beförderungsleistung machen, die erbracht wird. Das heißt, man muss die Zahlen irgendwie hochrechnen. Ne? Damit diese Hochrechnung statistisch unverzerrt und verlässlich und vor allen Dingen auch gerecht und genau passiert, ja, dazu gibt es relativ komplizierte mathematische Grundlagen, die man mit einem Werkzeug aber sag mal, ausrechnen und dann eben auch kontrollieren kann. Ja, darum geht es bei unserer Messfahrtenplanung. Okay, also das ist also auch etwas, was ihr konkret in den Anwendungen, die wir jetzt unseren Kunden bereitstellen, dann weiterentwickelt, ja? Ja, genau. Also wir haben dieses Tool natürlich entwickelt, weil wir unser schon seit längerer Zeit angebotenes Hintergrundsystem CitySense komplementieren wollen. Ne? Also wir hatten diese Messfahrtenplanung in den ersten Jahren
wo wir unsere Kunden mit dem CitySense bedient haben, noch nicht und haben sie in den letzten 2 Jahren hinzugefügt. Ne? Und jetzt eben vor kurzem auch erfolgreich zertifiziert bekommen. Das heißt, wir haben jetzt ein wesentliches Modul zu unserem Hintergrundsystem hinzugefügt, das es ermöglicht, also komplexe und auch anspruchsvolle Use Cases zu realisieren, ne? Eben Messfahrtenplanung. Klingt nach einem echt spannenden Modul, was wir da jetzt entwickelt haben. Und für mich als Betreiber sind das ja erstmal prima Neuigkeiten, wenn ich jetzt höre, okay, ich muss nicht gleich komplett alle Fahrzeuge ausstatten, sondern kann mit einer Teilausstattung starten, um wirklich gute Werte zu bekommen, hochgerechnete Werte. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ich fahre mit diesen Fahrzeugen nur in einem Teil, jetzt zum Beispiel in Berlin-Mitte, und diese Fahrzeuge sind alle mit den Sensoren ausgestattet, wird es ja wahrscheinlich schwierig, Rückschlüsse auf Gesamt-Berlin zu bekommen. Genau, oder? Darum geht es. Ne? Also man kann als Mensch natürlich, also man könnte es vielleicht, wenn man sich super viel Zeit lässt, ne, versuchen, die Fahrzeuge mit dem AFZ-System so zu disponieren, dass vernünftig in allen Teilen des Netzes auch mal gemessen wird. Ne? Aber das ist in der Praxis, also glaube ich, für Durchschnittsmenschen oder auch für mich oder ich weiß nicht, für irgendjemand anders nicht möglich. Ne? Deshalb gibt es das Tool und das Ziel geht eben dahin, dass man sagt, na gut, ich muss eine Stichprobe so erfassen und gestalten, dass es mir dann erlaubt, statistisch unverzerrt hochzurechnen. Ja? Das macht die Messfahrtenplanung möglich. Und um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, du kannst also mit so einer Teilausstattung anfangen, kriegst belastbare, auch gesicherte Ergebnisse, ne? Und kannst dich dann nach und nach natürlich auch an eine größere Fahrzeugausstattung heranarbeiten, wenn du eben andere Use Cases machen willst, wie eine Live-Belegung. Ne? Eine Live-Belegung kannst du mit einer teilausgerüsteten Flotte nicht machen und wir haben viele Kunden, gerade im skandinavischen Raum, die das schon lange wissen, deshalb statten ja halt alle Fahrzeuge aus, aber das heißt nicht, dass das alle unsere Kunden machen können und machen wollen. Ne? Es gibt viele, die mit einer Teilausstattung leben, die wollen trotzdem gute Daten haben, ne? Und gute Daten auch zum Beispiel in einem Verkehrsverbund bereitstellen, ne? Wo es um Einnahmeaufteilung geht. Da ist es wichtig, dass die verschiedenen Teilnehmer natürlich vergleichbare Daten liefern. Ne? Wenn man das dem Zufall überlässt, dann wird das nicht der Fall sein. Also das kann man mit statistischen Funktionen ausrechnen. Und ja, deshalb überlässt man es eben nicht dem Zufall. Ne? Deshalb sagt man, okay, man plant, wie die Daten erfassen werden, sodass sie dann belastbar hochgerechnet werden können. Und dazu nehmen wir das Tool Messfahrtenplaner. Und da noch mal eine Nachfrage, jetzt mal ganz konkret. Worauf muss ich bei der Stichprobe achten, dass die Hochrechnung dann auch wirklich gute Ergebnisse liefert? Ja, es gibt so ein paar Parameter, die man natürlich einerseits aus der Mathematik bekommt. Ne? Da bestellt man einen Stichprobenfehler, relative Häufigkeit oder Standardabweichung und so weiter. Das ist im Prinzip im Hintergrund für den Anwender, sondern das sind Standardvorgaben, die wir aus der VDV-Schrift bekommen. Ne? Ich habe aber üblicherweise im als Verkehrsunternehmen auch sogenannte Tagesarten, mit denen ich arbeite. Ne? Also ich gucke, dass ich zum Beispiel Montag bis Freitag Vormittag oder getrennt erfasse oder getrennt betrachte von Wochenenden oder von Feiertagen. Ne? Also das stelle ich ein. Ich weiß dann auch als Betreiber so einer Flotte, wo sind meine Depots, wo halten sich welche Fahrzeuge aus? Und ich weiß natürlich auch alles über die Fahrzeuge, die ich da habe. Also ich kenne die Kapazitäten, ich weiß, welches Fahrzeug ist mit dem AFZ ausgestattet. Ne? Und all dieses Know-how, das gebe ich natürlich in unser Tool ein. Ne? Also über eine Standardschnittstelle wird das importiert. Das habe ich sowieso in einem anderen IT-System. Und dann kann die Stichprobe eben entsprechend dieser Parameter genau ausgerechnet werden. Ne? Gut, jetzt ist es aber wahrscheinlich so, dass unsere Zuschauer und Zuschauerinnen heute nicht alle mit DLAG CitySense arbeiten. Und da stelle ich mir die Frage, können denn diese Messfahrten auch ohne eine Software ausgerechnet werden? Und wenn dem so ist, worauf müsste ich achten, damit man wirklich verlässliche Angaben bekommt? Also ich denke mal, grundsätzlich kann man das sicher ohne Software ausrechnen. Ich denke nicht, dass das heutzutage irgendjemand machen wollte und würde, weil dann bräuchte er wahrscheinlich monatelange Berechnung, wenn er das manuell täte. Ich meine, vor 200 Jahren haben ja auch Mathematiker irgendwelche Sachen von Hand ausgerechnet auf dem Papier und das ging, aber es hat sicherlich sehr lange gedauert und heute macht das ein Computer. Ne? Und deshalb, heute verwendet man ein Werkzeug dafür. Ich denke, das ist der sinnvolle Weg, aber prinzipiell, klar, jemand, der sehr viel Zeit hat und sehr viel
Lust drauf hat, der kann das sicher auch alles manuell nachrechnen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemand möchte. Aber ja, und ich vermute, wenn es dann auch zu Ungenauigkeiten kommt, wird vielleicht auch der falsche Schluss gezogen. Ne? Es ist gut, dass du mir diesen Hinweis gibst. Natürlich, die Fehleranfälligkeit ist größer, wenn ein Mensch so eine komplexe Berechnung macht, ne, und so eine komplexe Aufteilung im Fahrplan und dann auch eine Kontrolle vornehmen wollte. Ne? Also man muss ja wissen, dass dieses Tool nicht jetzt nur in einem Schritt eine Stichprobe ausrechnet und eine Dispositionsempfehlung gibt, sondern es wird ja auch, während die Messdatenerfassung läuft, also sagen wir über einen Zeitraum von einem Monat oder über 6 Wochen, täglich geprüft, ob die eingehenden, also erfassten Daten zu der geplanten Messfahrtenplanung passen. Ne? Und wenn da Abweichungen sind, das kann ja auch passieren, ne? Dass mal ein Fahrzeug ausfällt, also Bus kaputt oder eine Umleitung ist irgendwo in der Stadt und man konnte bestimmte Linien nicht fahren, so wie geplant. Dann wird das Tool das signalisieren und dann kann man gucken, muss ich hier was anpassen, muss ich vielleicht nochmal eine Messung am nächsten Tag machen, sodass ich am Ende wirklich die Gesamtheit gesichert erfasst habe. Wenn man das als Mensch prüfen will, ich glaube, es ist sehr schwierig und fast unmöglich und auf jeden Fall fehleranfälliger. Ne? Deshalb gibt es ja eben ein Software-Tool. Ja, das klingt wirklich sehr komplex. Ja, und, ist es auch. Ne? Ja, spannend. Spannende Einblicke. Danke dafür. Also unterm Strich, Messfahrtenplanung kann uns sehr viel dabei helfen, besser zu planen, Bedarfe zu planen und aber auch die Berechnungen, die dahinter stehen, sind so genau, dass als Betreiber ich mich damit wirklich dann verlässlich auf die Aussagen stützen kann. Also das nehme ich jetzt mit von dem, was du gesagt hast. Das ist so. Und wenn es jetzt aber nochmal da ins Detail geht, wie genau funktioniert das denn jetzt genau und welche Kennzahlen benötige ich, um das Tool dann auch mit Informationen zu füttern? Also mal ganz grob gesagt, ich hatte es ja angesprochen, du hast die Einteilung in Zeitschichten, ne, oder in Tagesarten, ne, also du sagst Montag bis Freitag und dann vielleicht vormittags oder nachmittags. Ja. Du weißt halt auch, wo die Fahrzeuge mit AFZ und alle anderen im Depot sind, also von wo aus sie verfügbar irgendeine Linie fahren können. Na, und das Tool rechnet dir eine Dispositionsempfehlung aus. Also das sagt dir dann, okay, mit dem Fahrzeug vielleicht nächste Woche mal dort eine Messung vornehmen. Ja? Und wenn das alles so eintrifft und das Tool geprüft hat, dass die Messungen erfolgreich absolviert wurden, dann kriegst du eine komplett statistisch gesicherte Stichprobe. Die kannst du hochrechnen und hast die erforderliche Datenqualität, ne, um an einem zum Beispiel Einnahmeaufteilungsverfahren teilzunehmen. Ja, das klingt ja wirklich sehr hilfreich. Auch gleich die Hinweise zu bekommen, wo man die Fahrzeuge hinschickt. Ja, das braucht man in der Praxis. Ja. Ne? Ja. Ja. Also, dass nicht alle in Berlin-Mitte rumfahren. Das so wollen wir ja nicht. Genau. Prima. Nochmal ein etwas anderes Thema. Wir haben im Februar ja bereits ein DILAX-Lab mit Dr. Ritschel gemacht. Auch da die Empfehlung an die Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist auf unserem YouTube-Kanal verlinkt. Also kann ich nur wärmstens empfehlen, das sich auch nochmal anzugucken. Und dort in diesem Webinar ging es vor allem um den Entwicklungsprozess, wobei uns ja bei der Messfahrtenplanung, also in der Entwicklung, Dr. Ritschel unterstützt hat. Und meines Wissens nach fing diese ganze Entwicklung ja schon 2018 an. Und ich würde gerne von dir ein bisschen mehr wissen, wie sich der Austausch und die Entwicklung seitdem gestaltet hat und wo wir jetzt stehen. Okay, gut. Also das war, hast du recht, ging vor 3 Jahren ungefähr los, dass Dr. Ritschel uns begleitet hat, also uns Empfehlungen gegeben haben, wie wir diese komplexe Mathematik, sagen wir, auf Softwareseite realisieren können. Also da ging es vor allen Dingen darum, dass diese, ich würde es mal, Hochschulmathematik jetzt nicht jedem zugänglich ist. Also wir sind ja Softwareentwickler, wir könnten das vielleicht auch erarbeiten, aber das ist durchaus einfacher, wenn man das in einem Workshop mit einem Experten bespricht. Ja. Dr. Ritschel ist ja auch in dem VDV-Gremium, der die entsprechende Schrift verfasst hat und kennt all diese mathematischen, komplexen Zusammenhänge. Ja. Wir haben uns also dann in mehreren Workshops getroffen und geguckt, wie so eine Messfahrtenplanung als Modul von unserem, wie gesagt, CitySense bestehenden Hintergrundsystem realisiert werden kann und haben uns dann sukzessive daran gearbeitet. Also haben unsere Arbeitsstände mit Dr. Ritschel besprochen, ne, diskutiert und geguckt, wie wir vorwärts kommen und
dass wir da immer auf einem guten Weg waren, hat uns natürlich befähigt, dann auch relativ schnell, also ich sage mal, das waren 1,5 Jahre Entwicklungsarbeit, das fertigzustellen. Ne? Wir haben es dann an vielen Stellen natürlich ganz modern gemacht, so wie CitySense auch. Also es hat ein tolles Frontend, es ist nutzerfreundlich, ne? Und es arbeitet vollautomatisiert im Wesentlichen. Natürlich muss man ein bisschen Experte sein, um zu verstehen, was da angezeigt wird. Also es ist jetzt kein einfach zu verstehendes Tool. Ne? Aber wenn man in der Materie drinsteckt, dann kann man das sehr leicht verwenden. Und das war ein Aspekt, der für uns wichtig war. Und der andere natürlich, dass es am Ende auch den Anforderungen der VDV-Schrift 457 genügt. Ne? Dafür haben wir uns dann die Mühe gemacht und das Tool eben durch Dr. Ritschels Firma zertifizieren lassen. Ne? Also wir haben dann einen komplexen Abnahmeprozess mit verschiedenen Szenarien und mit relativ aufwendigen Prüfungen über uns ergehen lassen und glücklicherweise dann das erfolgreich bestanden. Na gut, das war das Ziel der ganzen Entwicklung. Ja, ja, prima. Mhm. Also da nochmal kurz der Hinweis, was Jan gerade angesprochen hat, ist, dass das Messfahrtenplanungstool, was wir jetzt entwickelt haben, nicht nur das neueste seiner Art ist, sondern auch jetzt nach VDV 457 zertifiziert ist. Und das ist natürlich eine ganz tolle Neuigkeit. Ich sehe auch, neben dir liegen schon die entsprechenden Dokumente, die du hoffentlich jetzt nicht komplett vorlesen wirst. Aber vielleicht mal kurz und bündig, was besagt denn diese Norm und wozu dient die Zertifizierung? Also die VDV-Schrift 457, ne, das ist die AFZ-Norm in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Ne, das ist die Handlungsempfehlung zur automatisierten Erfassung von Fahrgastzahlen, ne, zur Verwendung im öffentlichen Personenverkehr. Und deshalb habe ich mir das auch hergelegt und nochmal gehighlightet, damit ich dieses Wording richtig rüberbringe. Also ich meine, da steht alles drin. Ne? Da steht drin, okay, einerseits das ganze Thema Messfahrtenplanung, wie müssen die, die Stichproben gestaltet sein, damit die unverzerrt verwendet werden können, damit man eine belastbare Hochrechnung machen kann. Andererseits, wie muss sich ein Hintergrundsystem verhalten bezüglich Hochrechnung, bezüglich Saldenausgleich, bezüglich Güteprüfung. Ja? Das sind verschiedene Aspekte, die alle im Themenkreis von automatisierten Fahrgastzählsystemen eine Rolle spielen und wichtig sind. Ne? Und CitySense als Hintergrundsystem hatte ja schon alle in der VDV-Schrift erwähnten Aspekte erfolgreich zertifiziert bekommen in der Vergangenheit. Also Hochrechnung und Seitenausgleich, Güteprüfung, das war alles schon da. Was fehlte vor 2 Jahren? Das war eben die Messfahrtenplanung. Ja, und die haben wir dazugefügt. Ja. Man muss sich vorstellen, dass diese VDV-Schrift eigentlich die de facto Norm ist, um eine gerechte Einnahmeaufteilung zu realisieren. Ja, also ich denke, da gibt es keinen Zweifel drüber. Deshalb gibt es ja diese Schrift, wie muss man so ein System einsetzen. Ja, man hat als Betreiber natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, okay, diese Fahrgastzahlen, ich habe nicht so ein AFZ-System, so ein automatisiertes, ich erfasse das manuell. Also ich mache zum Beispiel eine Umfrage. Ne? Ich gehe dahin alle 3 bis 5 Jahre und frage mal die Passagiere oder die Fahrgäste, wo sie herkommen, wo sie hinwollen und schreibe mir das alles irgendwie auf und habe dann meine Zahlen. Das geht auch, aber natürlich sehr aufwendig und teuer. Ne? Der Trend geht deshalb dahin, dass man so ein AFZ-System hat. Der Trend geht auch dahin, dass man eine Vollausstattung realisieren möchte. Die Praxis ist im Moment noch so, dass man eben nicht alle Fahrzeuge gleich mit AFZ ausstattet. Ne? Das Resultat ist, okay, ich habe eben nur einen Teil der Flotte ausgestattet. Ich brauche eine statistisch verlässliche Hochrechnung und deshalb die Messfahrtenplanung. Ne? Das kurz zusammengefasst, mein Verständnis oder ich sag mal der Inhalt dieser Norm. Ne? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Ja, danke schön. Mhm. Nun ist es ja so, dass unsere Software, DLAG CitySense, natürlich für all unsere Kunden verfügbar ist oder auch für neue, die es noch nicht sind. Und das, was wir dort den Kunden bereitstellen, ist natürlich nicht nur Spaß an der Freude, sondern wie du schon richtig angemerkt hast, da geht es um ganz konkrete Geschäftsentscheidungen, um Gelder, die vergeben werden, um halt wirklich handfeste Daten, die sich hoffentlich dann auch monetarisieren und entsprechend unseren ÖPNV attraktiver machen, auch für uns als Fahrgäste. Das heißt, ich frage mich da an der Stelle, was für eine Perspektive siehst du für die Software DLAG CitySense mit oder ohne Messfahrtenplanung jetzt so ganz allgemein? Welchen Nutzen wird also da gestiftet und was wird sich auch für die ÖPNV-Anbieter verändern oder was kann diese Software besser machen am Ende des Tages?
Also grundsätzlich Einführung eines AFZ-Systems, ne, das steht wahrscheinlich außer Frage. Das ist das Thema, worum es geht. Ne. Da reden wir ja noch von Hardware dann erstmal. Da reden wir von Hardware, da braucht man Sensorik in Fahrzeugen letztendlich. Ne. Und Dilax ist ja ein Anbieter so einer Sensorik. Ne. Also das ist für uns auch das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Ne. Wenn ich die Fahrzeuge ausstatte, ob nun alle oder ein Teil, dann brauche ich auch ein Hintergrundsystem, um eben zu aggregieren, um die Daten auswerten zu können. Ne. Die Sensorik allein bringt nichts und deshalb gibt es eben CitySense. Ne. Wenn ich den nächsten Schritt gehen will und sagen, okay, ich habe eine teilausgerüstete Flotte, ich kann meine Daten erfassen und aggregieren, auswerten, schön, aber sind sie denn auch perfekt, würde ich sagen, ne? Sind sie denn statistisch belastbar? Dann braucht man eine Messfahrtenplanung, ne, und muss entsprechend disponieren können. Oder aber man muss mindestens die erfassten Messwerte bewerten können und wissen, wie gut sind sie denn eigentlich. Ne? Das kann die Messfahrtenplanung als Teil ihrer Arbeitsabläufe natürlich auch. Das kann ich als Mensch im Prinzip nicht. Ne? Und das ist auch keine Funktion, die wir im Hintergrundsystem anbieten. Dafür gibt es eben das neue Modul. Ne? Das haben wir kürzlich realisiert. Also ich würde sagen, der Trend geht zum AFZ-System, das einerseits gesagt. Ne? Die andere Aussage haben vielleicht unsere Zuschauer im Webinar mit Dr. Ritschel auch gehört. Also ich finde den Spruch passend, ne, den er da geprägt hat. Genauer ist gerechter. Ne? Und ich sag mal, ich bin Softwareentwickler. Ich würde hinzufügen, genauer ist nicht nur gerechter, es ist auch effizienter. Ne? Also ohne ein Tool kann man so eine komplexen Datenkontrollen nicht machen. Ne? Und deshalb aus meiner Sicht ist das eine gute Planungsgrundlage. Ne? Also man kann mit verlässlichen Daten arbeiten, man kann das Flottenmanagement, die Einsatzpläne optimieren und man kann letztendlich Kosten sparen und bedarfsgerecht planen. Ne? Das würde ich sagen. Das klingt wunderbar. Ja. Prima. Schöne neue Welt. Ja, und vor allem machbar. Also es ist jetzt nichts, was wir für die Zukunft gestaltet haben, sondern womit unsere Kunden ja aktuell auch schon arbeiten, sehr erfolgreich arbeiten. Und ich denke, das ist schon mal, was du jetzt gerade zusammengefasst hast, prima, um ein kleines Fazit zu ziehen. Also nehme ich mal mit für heute, dass zuverlässige Daten die beste Planungsgrundlage sind, um den ÖPNV bedarfsgerecht auch für morgen zu planen. Zweitens, wer mit einem AFZ-System starten möchte, das ist, denke ich, eine sehr gute Nachricht, muss nicht sofort mit einer Vollausstattung starten, sondern kann auch mit einer Teilausstattung starten und dann ergänzend mit Hochrechnungen, wie zum Beispiel aus unserer Messfahrtenplanung in Dilax CitySense arbeiten. Und ja, wie Jan es gerade auch schon schön beschrieben hat, genauer ist gerechter. Ich denke, das fasst es allgemein wunderbar zusammen. Und da können wir Sie unterstützen. Und an der Stelle sage ich schon mal vielen Dank, Jan. Schön, dass du da warst und diese Einblicke mit uns geteilt hast. Wenn es von Ihrer Seite noch weitere Fragen gibt, sind wir jederzeit per E-Mail als webinar@dilax.com erreichbar. Folgen Sie uns auch gerne auf LinkedIn, wo wir auch regelmäßig Neuigkeiten teilen. Und last but not least, unser nächstes Dilax Lab findet bereits am dritten Donnerstag im Mai statt. Aufgrund des Feiertags mit Himmelfahrt, also am 19. Mai, wieder wie gewohnt um 14 Uhr und im Nachgang auf unserem YouTube-Kanal. Also ich hoffe, wir sehen uns und wünsche uns allen noch einen schönen Nachmittag. Vielen Dank fürs Einschalten. Danke, Elena. Danke, Jan. Danke.